Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Wir sind mitten im Weltall stehen geblieben hier an unserer Sauerstoffstation bzw. an unserer Mission. Denn wir haben herausgefunden, dass wir diese Energiezellen brauchen in der letzten Folge. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir da hinten der Waffe eine stibitzen können. Und wo wir die... Huch, was denn hier eigentlich alles? Hier gibt's Ressourcen. Hier gibt es jede Menge Ressourcen, die würde ich alle mitnehmen. Und wenn wir schon einmal hier sind. Wir haben ja sowieso den unendlichen Schaber dabei. Dann können wir doch hier auch mal ein bisschen looten. Was ist das denn? Was? Eine Möwe ist ein wahrhaft unersättliches Tier. Dein Müll. Und sogar du selbst gelten als köstlich hier. I heard about big ships being infested not only by hamsters, but even by seagulls, though I did not think it was true. Seems like this one was eating garbage. Greifer ist defekt, nicht schlimm. Wir machen hier weiter an der... Nehmen alles mit, was wir kriegen. So, da ist noch eine Kiste. Ich weiß gar nicht, unsere Aufgabe hier zu looten, aber ich bin jetzt einfach mal so frech und mach das mal. Da ist auch noch irgendwas. Da, hier ist... kann das sein, dass die Waffen trotzdem irgendwo ihre... Bedienfeld. Irgendwo ihr Bedienfeld haben und dann kann man die Dinge... guck mal an. Und dann kann man an die Waffe gehen. Alles klar. Huch, das ist gar nicht so einfach hier zu handeln und zu managen. Alles klar. Also hat die Waffe in der letzten Folge wahrscheinlich auch so ein Teil. Wir müssen es nur finden. Gar kein Problem. Irgendwo ist ein Bedienteil, was wir finden müssen an den Waffen. Und wir müssen es finden. Ich glaube, ich weiß wo. Bei dem hier. Gib mir Mühe, es zu finden. Ist bestimmt hier irgendwo drin, ne, oder? Oder? Na, wo ist es? Nicht hier drin? Okay. Hier drunter irgendwo? Oh, wir brauchen Sauerstoff, ne? Oh, warte mal, wo ist denn hier das Ding hin? Hier oben. Ich tank mal eben schnell Sauerstoff. Wir müssen vorsichtig sein. Denn hier kann es ganz schnell in die Hose gehen, ohne Sauerstoff. Wir wissen's. Das ist ja interessant, dass man hier diese Waffen ausschalten muss. Also haben die ein Bedienfeld zum Ausschalten und dann kann man an der Waffe die Zelle rausnehmen. Gut, dass wir das rausgefunden haben. Die Jagd nach der Zelle. Ich sehe aber von hier aus auch kein Bedienfeld. Da ist das Bedienfeld. LOL! Puh, das war knapp. Also ist es nicht immer in der Nähe. Gut zu wissen. Also kann es auch mal ein bisschen entfernter sein. Ich hoffe, die Zellen reichen noch dafür. Wo ist denn unser Moped? Wo habe ich unser Moped hingestellt? Da. Puh. Eine Zelle, weiß ich, haben wir zu Hause. Die habe ich, glaube ich, entweder im Koffer oder wo war die nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo haben wir auf jeden Fall noch eine Zelle drin. So, hier haben wir eine Waffe. Wo ist hier das Bedienfeld von dem Teil? Da muss ich jetzt gucken. Ich sehe es noch nicht. Hier drin vielleicht? Ich meine, ich war hier schon drin, aber... Okay. Das kann ja überall hier sein, ne? Tja, schauen wir mal. Es kann auch unten sein. Ich sehe es halt nicht. Wow. Ja. Ist hier drauf irgendwo? Nee. Verdammt schwierig. Da ist es. Ich hab's gefunden. Wow. Schalt's aus! Boah. Alter. Heroische Tat. Puh. Boah, Alter, ich bin fast tot. Wir müssen erst nach Hause.
Wir müssen jetzt erst nach Hause. Ich muss Sauerstoff tanken. Alter, ich bin fast draufgegangen. Wie gemein. Alter, ich weiß nicht, ob wir ein Medipack hier irgendwo finden in den Kisten. Puh. Wir können auch nicht zwischendurch craften. Das wäre noch toll, wenn wir irgendwie zwischendurch was craften können. Vielleicht kriegen wir ja später mit anderen Fahrzeugen die Möglichkeit, irgendwie unterwegs zu craften. Weiß ich natürlich nicht. Alter Verwalter. Das war schon allerletzte Eisenbahn. Puh. Unser Moped. Da. Weil jetzt, also das kann ich mir jetzt nicht leisten, jetzt da die anderen anzugreifen. Wie viel brauchen wir denn davon noch? Jetzt mal eben schnell schauen, ganz kurz. 4 Stück, wie viel haben wir? 1, 2, 3. Ja gut, und die zu Hause macht 4. Dann haben wir es eigentlich schon. Dann haben wir die Waffe eigentlich schon repariert. Aber gut zu wissen, dass man die ausschalten kann. Puh, das war schon, alter Schwede. Das war schon nicht ohne, ne? Muss man sagen. Ja, dann wollen wir mal. Ab nach Hause. Puh. Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch, wenn wir das haben, das Militärmodul, wo wir immer noch nicht wissen, wie wir da reinkommen. Falls ihr eine Idee habt, schreibt es ruhig gerne mal in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, falls ihr da einen Tipp habt oder so, eine Idee habt, wie wir da reinkommen. Ob ich auf dem richtigen Weg bin mit meinem Bestechungsgeld, aber anscheinend hat das ja nicht ganz funktioniert. Naja. Hätte ja funktionieren können. Einfach Bestechungsgeld hinwerfen und er ist glücklich oder so. Aber anscheinend war das ja nicht so der Fall. Naja, egal. Egal, Karl. So. Gut. Dann, ja. Das schaffen wir bis zur Station. Ohne Sauerstoffkerze. Haben wir eigentlich noch? Ach, wir haben gar keine mehr, ne? Doch, 2 Stück haben wir noch. In Reserve, vorsichtshalber. Aber Gesundheit ist jetzt erstmal viel wichtiger. Ich hoffe, wir können ein Medipack bauen. Ach, habe ich gar nicht gemacht, ne? Wollte ich das nicht auch in der letzten Folge gemacht haben, so ein Medipack? Ich glaube, ja, ne? Puh, das ist jetzt ganz wichtig, weil wir immer noch kein Bett haben, wo wir mal uns ausruhen können. Das wäre halt noch toll. Lass mal eben gucken. Wir haben ein paar Ressourcen gesammelt. Ne, pass auf, ich lage erstmal ein. Wir sind ja hier in Sicherheit. So. Übertragen, übertragen, übertragen. Übertragen. Dann. Nein. Ich muss mir das anmerken, dass ich hier immer rechts und links klicken muss. Das ist gar nicht so einfach. Mal so, mal so. Gut. Kabel kann auch da rein. Das Isolierband kommt wieder hier hin. Den Ligier. Da müssen wir mal Flaschen und Nahrung bauen, ne, von. Damit das hier nicht so voll wird und überhand nimmt. Diese Werkzeugdinger schmeiße ich mal hier hin. Das brauchen wir ja echt nur zum Bauen. Die gönne ich mir mal. Essen können wir auch gleich mal. Gummi war hier. Wieso rutscht das Gummi eigentlich immer hier rüber? Wir brauchen unbedingt ein zweites Lager oder so. Wo wir noch ein paar Sachen lagern. So, jetzt mal kurz gucken. Wo habe ich? Habe ich die Zelle hier drin? Habe ich die hier? Na. Da. 4 Zellen. 4 Entladezellen. Nice. Ich habe noch eine Batterie. Die schmeiße ich noch rüber. Und dann würde ich sagen, Medipack. Was brauchen wir dafür? Lass mal schnell gucken. Das brauchen wir unbedingt. Gegenstände. Stoff und Alkohol. Oh, wir haben nur eine Alkoholflasche. Wo ist die? Da. Haben wir Stoff überhaupt noch? Ja. Oh, fuck. Wir müssen unbedingt Alkohol sammeln. Unbedingt brauchen wir Alkohol. Weil ein Medipack ist jetzt nicht so viel, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, es rettet uns jetzt gerade mal so ein bisschen den Arsch. 59, aber wir haben keinen Alkohol. Den finden wir nur, ne? Und ich werde mal versuchen, hier so ein bisschen die Nahrungssachen so ein bisschen aufzuräumen jetzt noch. Beziehungsweise ich bastel mal ein bisschen. Ich
Ich bastel mal so ein bisschen hier was zusammen. Das kann ich wegwerfen. Dosen brauchen wir gerade nicht. Dünger brauchen wir auch nicht. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Die Fleischsachen nehme ich auch mit. Die können wir ja... Da können wir ja Steaks draus machen. Das Eis. Okay. Salz kann auch weg. So, Dose kann weg. Nicht zu viel, weil wir ja auch noch ein bisschen was herstellen müssen, ne? So, pass auf. Dann mache ich mal hier. Wird es ein bisschen dauern. Bisschen Nahrung herstellen. Bisschen Fleisch und so, tralala. So, Wasser. Denn wir müssen ja auch was trinken. Ah, schade, das mit dem Getränkeautomat ärgert mich auch, dass das nicht funktioniert. Aber es sind ja echt tatsächlich wirklich nur Deko-Sachen dann. Naja, egal. So. Gut. Gucken wir, dass wir irgendwo fehlende Ressourcen... Achso, uns fehlt... Ah ja, okay. Uns fehlt natürlich Eis, weil Eis und Glibber wird ja auch Essen hergestellt. Dann stellen wir halt schön die Steaks her. Kann man gleich eins reinhauen. Dann haben wir das. Und, genau. So. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Platz. Vielleicht stelle ich nochmal viermal veredeltes Metall her. Damit wir nochmal eine Kiste bauen oder so. So. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Wir haben so viel Fleisch gesammelt. Guck mal, da ist sogar noch Eis am liegen. Eis. Eis. Weil sonst nimmt das hier echt überhand. Schmeiße mal hier alles weg hier. So. Okay. Ein Essig. Gibt 100 Lebensenergie. Und genau. Jetzt mache ich aus dem Eis mal noch ein bisschen zu trinken. Und die drei Steaks machen wir jetzt noch Fleisch, also ein paar Steaks raus. Und dann haben wir da auch ein bisschen auf Reserve wieder. Und dann gucken wir nochmal, haben wir noch so viel Metall da? Ich weiß nicht, ob wir noch genug Metallvorrat haben. Für tatsächlich, ja, für noch ein Lager. Weil Lager wäre noch echt schön, so Koffer, weil die sind großartig. Ich schätze mal, später werden wir wahrscheinlich noch andere Lagersysteme kennenlernen, weil... Wir sind wahrscheinlich, wir haben gerade erstmal die Eisspitze des Berges gesehen, würde ich behaupten. Also wir haben wahrscheinlich noch gar nichts gesehen. Würde ich jetzt einfach mal so kackenfrech behaupten. So, haben wir das auch. Dosen schmeiße ich mal nach hinten. So, okay. Haben wir noch Metall? Hier haben wir noch ein bisschen was, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, einen Koffer könnten wir herstellen. Dass das aber auch viermal veredeltes Metall braucht, das ist aber schon heftig, ne? Das ist schon sehr teuer, finde ich. Also, dreimal hätte ich vielleicht gesagt, okay, aber vier ist schon, puh. 1, 2, 3, 4. Einmal Metall haben wir noch übrig. Das ist schon, puh. Naja. So, viermal veredeltes Metall. Ergibt einen Koffer. Naja. Dann platzieren wir den mal. Dann haben wir noch einen... So, drehen und dann am besten hierhin. Stetigen. Schwupps. Okay, was lagern wir denn ein? Gute Frage, ne? Am besten hier sowas hier alles. Nein, den Anzug nicht. Der Anzug nimmt so viel Platz weg. Das Geld, hier solche Sachen, so ein Kram, hier ist Gummi. Ich glaube, wir werden alles nicht reinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir alles reinkriegen werden. Aber wir gucken mal. Weil das nimmt auch immer jeweils zwei Platz weg. Alkali. Ja, vielleicht kriegen wir das Gummi doch rein. Mal gucken. Schauen wir mal.
Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das ist doch ein Traum. Da haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumter hier. Da haben wir eigentlich nur noch zwei so Ecken. Hier ist noch Glas. Das können wir nicht so aufnehmen. Da brauchen wir den Greifer für. Ja, die Sachen hier können wir so liegen lassen. Das ist uninteressant. Ja, ich würde gerne diese Sachen wieder aufnehmen, damit wir die ein bisschen gerade hinstellen. Aber anscheinend ja. Naja, egal. So, jetzt habe ich so viel rumgequatscht und so viel noch gemacht. Wir wollten ja eigentlich, was wollen wir denn eigentlich? Ach so. Genau, wir wollten theoretischerweise die Zellen einsetzen, ne? Dann lass uns das doch mal machen. Huch. So, ab auf unser Töff-Töff. Wir haben zwar nur Hälfte Gesundheit, aber ich denke, wir werden das... Oh. Entschuldigung. Ich denke, wir werden diesmal das, glaube ich, schaffen. Da müssen wir hin. Diesmal reparieren wir die Waffe. Wir haben nämlich alles, was wir brauchen. Seht ihr, ich glaube, kann das sein, dass ich vor der Aufnahme, also vor der langen Aufnahmepause, gewusst habe, was ich da zu machen habe? Ihr könnt mir das ja wahrscheinlich sagen. Ich meine, ich wusste das in der letzten Folge, bevor ich eine neue Aufnahmesession jetzt hier habe, wusste ich, glaube ich, dass wir da die Sachen einlegen mussten. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ist schon so lange her, dass der Flexi aus der Vergangenheit da rumgewerkelt hat. Oh, da ist eine Waffe an, die wir repariert hatten. Ist ein bisschen her, wie gesagt. Ich würde sagen, bevor ich hier diese Aufnahmesession gemacht habe, oder jetzt mache, sind es, glaube ich, anderthalb Wochen vergangen. Wenn nicht sogar zwei. Weil wenn ihr überlegt, wenn ich aufnehme, nehme ich immer so fünf Folgen auf, fünf, sechs Folgen. Sechs sind schon echt großzügig. Und ja, und dann habe ich ja natürlich erstmal ein bisschen, weil alle zwei Tage ja eine Folge nur kommt, habe ich ja ein bisschen Vorlauf, so dass ich mich dann auf andere Sachen konzentrieren kann, hobbymäßig. Dann, wie gesagt, streamen zum Beispiel oder halt Tschernobyl aufnehmen und so. Weil ich will nicht beides an einem Tag aufnehmen, weil dann komme ich zu viel durcheinander, weil ich nehme immer einen Tag Prefetch und irgendeinen anderen Tag mache ich dann Tschernobyl. Weil so habe ich dann meine Ruhe, kann mich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren und spiele nicht so viel durcheinander dann und so, weißt du? Deswegen. So, jetzt tanke ich erstmal Sauerstoff und dann setzen wir die Kapseln ein. Die Energiekerne da. So. Und es ist so großzügig, oder nicht großzügig, denn es ist einfach so ein geiles Gefühl. Ich habe ja seit kurzem eine neue Maus. Die kabellos ist, es ist einfach, also nie wieder ohne, also nie wieder mit, ohne mit, also nie wieder mit ohne Kabel, also nie wieder mit Kabel. Richtig gut. Nein, wir brauchen vier, ne? Obwohl, vier haben wir ja, weil jetzt zähle ich ihn da. Second discharge cell installed. I hope it doesn't start firing right away once you fixed it. Oh Gott. Nein, bitte nicht schießen. Only one left. Oh oh. Schnell weg hier. And we're done. I might be wrong, but is Knight Errant preparing to shoot? Zu schießen? Ist das? Das ist die Waffe, ne? Oh oh. No, it's not. But I'm starting to understand why you repaired this weapon. I'd like to warn you that shooting from it is pure madness. Therefore, I strongly recommend not to come near Knight Errant's manual control panel. Take the joystick in your hand, direct the weapon in the tree, and press the fire button. Okay, wir drücken den Feuerbutton. Ich tanke nochmal eben Sauerstoff. Knight Errant is in running order. Ich frage mich, was hier durchgeschnitten hat, so die Kabine. Wenn man hier so sieht, so, da oben fliegt das Ding rum. Naja, wir wollen mal. Yes, I had exactly the same idea. Knight Errant must break through the airlock's armor, damaging the latching mechanism. Try aiming and shooting at the lower latch so as not to damage the module. Seems like you only have one shot before the weapon's batteries go completely flat. Ach ja, stimmt, wir wollen ja da rein, ne? Fire. Da war ja was. Hatschu! I'm not sure this is a good time to comment, but the shot didn't go well. Although you did damage the armor for sure, together with half the equipment. Wir mussten niesen beim Abschießen. Großartig. Er musste einfach niesen. Er hat einfach genossen beim... Schön. Schön. Großartig. Ich mag den Humor. Wie cool. So, dann düsen wir mal dahin. Mal gucken, was uns erwartet. Stimmt, wir wollten ja hier rein. Oh Gott, Alter. Kommen wir jetzt hier rein?
Oder wie ist das? Oder ist hier irgendwo ein Eingang jetzt? Oder? Halt, oh, sieht das geil aus. Wie cool. Das Modul untersuchen. Ja, wir sind dabei. Muss ich irgendwo was scannen, oder? Wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Eingang, oder? Da. Ich wusste es doch. Ich park mal eben hier. Holy shit. Damage, we won't be able to control the core remotely, but we can use the core protection protocol and open additional cooling valves in the liner. For that, find the central panel and try to guess the 9-digit password. Ob wir noch Sauerstoff kriegen gleich? Wäre toll. Ja, ich kriege Sauerstoff. Oh, cool, wir können laufen. Mega. Oh, für edles Metall. Nehme ich mit, da ich jetzt weiß, dass... Neutralisieren. Ich neutralisiere mal alles. Wenn wir schon hier sind. So. Natürlich nehme ich nicht alles mit, aber das, was wir mitnehmen können. Oh, Stoff. Oh, vielleicht finden wir auch Alkohol. Das wäre ein Traum. Kann ich hier rein? Oh mein Gott. Boah, diese Taschenlampe ist aber auch mega hell. Es ist... Oh. Was sind das denn da für welche? Ein Medipack. Ich nehme es direkt mal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Ich glaube, die Musik ist schon wieder zu Ende. Ich nehme direkt die nächste. Ist das hier Galaxy? Ist das hier was? Ja, das hört sich doch gut an. So. Tut mir bitte nichts. Seid ihr Bodenstaubsauger? Ach, die sind ja süß. Ach, die hatten wir schon mal. Greifen. Losla. Ach, cool. Ich möchte sie nicht schlagen. Ich finde sie niedlich. Was ist denn hier passiert? Alles, was wir scannen können, scannen wir hier ab, ne? Wie cool das einfach ist. A detailed plan of the habitation module. Scannen. Durchschnittliches Wohnmodul. Cool, neue Blaupause. Nice. Ah, wir haben ja eigentlich ein Wohn... Ah, Moment. Wohnmodul. Wir haben jetzt so ein Technikmodul, ne? Oh, deswegen können wir wahrscheinlich kein Bett bauen, weil wir im Wohnmodul wahrscheinlich so ein Bett bauen müssen, oder? Kann das sein? Wir müssen unbedingt mal ein Wohnmodul bauen. Oh. Oh, ein La... Oh, hallo. Ja, dann nehme ich doch mal mit. Freunde. Wird immer besser hier. Ich trinke mal eben was. So. Oh nein. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Alter, mit der Musik jetzt gerade, wie episch. Das reißt es jetzt aber auch wieder raus. Was werden wir hier finden? Was finden wir hier? A detailed plan of the service module. Ein Service-Modul. Juhu. Kleines Service-Modul. Nice. Most likely the passenger died because of a harmless toy that clogged the air outflow. Sometimes a dust collector is still worth cleaning, although this leads to interesting design solutions. Oh. Hä? Raketenstaubsauger. Haben wir ja schon. Wer ist er denn? Ein mögliches Sammlerspielzeug. Dieses Exemplar war im Staubsauger. Und wer weiß, wo sonst noch. Es ist jedoch immer noch weiß und völlig intakt. Das nenne ich mal gute Qualität. So. Jetzt habe ich aus Versehen geschossen. Ja, haben wir noch ein bisschen. Veredeltes Metall. Ja, kann ich gut gebrauchen. Ich meine, so viel Essen und Trinken brauchen wir eigentlich gar nicht mitnehmen, ne? Da gehen wir gleich. Ich gehe erstmal hier gucken. This fake console, assembled literally from different pieces of trash, refutes the statements of its manufacturers about the impossibility of repairing their device by rule of thumb. Stendome Slim? Was? Lul. Ich komme nicht rein, ne? Weiß nicht, was er macht. Aber wir gucken mal. So. Oh. Okay, da schweben wir wieder. Soll ich euch was sagen?
Spannend geht's weiter in einer weiteren Folge durch diese Tür. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann schaltet ihr wieder ein. Mein Gott, ich verlässt schon die Sprache. Dann schaltet ihr wieder ein, wenn es heißt Brief Edge. Also, macht's gut. Tschüss.